Wir befinden uns hier in der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Und heute Abend wird hier eine Plakette verliehen an den wunderbaren Komponisten Klaus-Hinrich Stamer. Es geehrt werden hier immer Persönlichkeiten, die für ihre besonders herausragenden künstlerischen Leistungen. Und ich darf heute eine Uraufführung spielen von Klaus-Hinrich Stamer, die sich nennt Alles hält, weil alles fällt, aus seinem Skizzenbuch, einem Zyklus, der mir gewidmet wurde. Und darüber hinaus eine Gedichtsvertonung von Nelly Sachs, Inschrift der Vergänglichkeit. Die große Herausforderung bei zeitgenössischer Musik oder Werken, die für einen geschrieben werden, ist natürlich, dass man überhaupt keine Idee erstmal von dem Stück hat. Dass es nichts gibt, was man nachhören kann, also wie man das ja heute so kennt, wenn man irgendwo sehr, sehr viele Einspielungen hat. Und das ist natürlich auch das unglaublich Reizvolle, etwas ja, wirklich neu entstehen zu lassen und sich hineinzubegeben in so eine ja, eigene Fantasiewelt, also sich erstmal natürlich mit dem Komponisten auseinanderzusetzen und dessen Werk, dass man wirklich schaut, wie ist so sein Stil, was will er und dann am Ende, was Herr Stamer mir auch immer sagte, also letztendlich der Künstler ganz, ganz viel entscheidet und aus dem Moment auch entstehen lässt. Und das ist natürlich etwas unglaublich Spannendes und auch das, was mich auch an zeitgenössischer Musik sehr reizt. Auch mit modernen Tönen lässt sich Betroffenheit erzeugen, absolut. Auch wenn es nicht so vollgriffig wie vielleicht bei Chopin und Liszt. Ja, aber gerade einzelne Töne, also die können ja so schweben, man hat so plötzlich eine ganz ungute Atmosphäre, die man schafft. Und ich fühlte mich dann an einer Stelle so an Dünkirchen erinnert, da gibt es auch so Bilder, wo irgendwie wirklich die ganzen Toten liegen und das ganz viel, ganz viel Tragik auch in der Musik, also die wirklich diese Bilder darauf beschwört. Also, ich freue mich, dass Sie das so lebendig empfinden und nachempfinden, denn ich lebe als Komponist davon, dass meine Musik verlebendigt wird, dass jemand, der sie spielt, das zu seiner eigenen Tonsprache bringt und deswegen freue ich mich sehr, dass ich Sie dafür gewinnen konnte. Ich freue mich, das ist eine große Ehre. Sophia Gubaidulina bekam auch schon diese Plakette verliehen und ich schätze sie als Komponistin sehr. Und auch hier gibt es immer Verbindungen zu Bach und zu religiöser Musik. Und deswegen habe ich auch sehr viel Sophia Gubaidulina gespielt, wie auch um die Querverbindung zu Bach zu zeigen. Und oder eben Avo Pärt. Es gibt wirklich viele, die beeinflusst wurden durch ältere Komponisten oder Ligeti mit Frescobaldi und so weiter. Also das ist, finde ich, auch einen wichtigen Auftrag an uns Künstler, im Grunde genommen auch die Moderne irgendwie schon eben heute zu zeigen und zu sagen, ja hier, also wir spielen eben nicht nur die älteren Komponisten, sondern Musik ist lebendig, Musik entsteht und auch heute. Und deswegen habe ich da ein sehr großes Interesse und bin neugierig auf das, was entsteht. Chao Yong-chen hat
hat mir seinerzeit auch seine Diary 6 gewidmet und auch hier bin ich irgendwie eingetaucht in eine wirklich wunderbare Welt, die ja fast asiatisch manchmal anmutet, aber eben doch so in der europäischen Musikkultur natürlich irgendwie auch behaftet ist. Und ja, das ist, es gibt eine Tiefe und wirklich eine Großartigkeit in dieser Musik, die ich unbedingt zeigen möchte und die wirklich auch ja, viel Stille beinhaltet. Und auch hier bei Herrn Stamer, es gibt lange Töne, die zum Teil überhaupt kein Metrum haben. Also es ist ein Hineinhorchen und ein Hinterherhören, was gefordert ist und auch vielleicht ein sich manchmal selbst zurücknehmen dabei. Also, und so kann eben Musik aus dem Moment entstehen. Was ich, glaube ich, immer versuche, versuche eigentlich immer mit den Stücken erstmal voller Demut umzugehen, also eben mit unglaublich viel Respekt vor der Komposition und vor dem Komponisten. Natürlich nicht hin bis zur Selbstaufgabe, sondern dass man erstmal, dass ich versuche, da hineinzuhorchen, also in die Komposition. Und dann ist es natürlich viel von einem selbst, was da eben in die Interpretation mit hineinfließt. Und etwas, was man erlebt hat, Tiefe, die man erlebt hat, Emotionen, gerade wenn man dann eben sich frei bewegen kann. Also wie interpretiere ich bestimmte Töne? Was hat sich der Komponist gedacht? Was fühle ich dabei? Weil ich bin natürlich das Medium und das ist auch nicht immer einfach, sich so hineinzugeben und auch loszulassen letztendlich. Und auch dahin dann zu fühlen, was kommt an Assoziationen und auch an Emotionen bei mir selbst heraus.